Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Folge, liebe Freunde. Und ja, man sieht schon, wir haben letzte Folge einiges geschafft, was diese Türme hier anbelangt. Und zwar haben wir sie symmetrisch auf eine Höhe gebracht und haben das Profil ordentlich erweitert. Und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich so unfassbar gut, dass ich sagen würde, ja, kann man so machen. Ich bin natürlich nicht irgendwie so eingebildet und denke, dass es da nicht zu verbessern gäbe. Aber ich bin persönlich bisher sehr überzeugt und sehr glücklich mit dieser Variante, diesen Turm zu bauen. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Wenn ihr das nicht so seht, dann, Leute, ihr kennt das Prozedere, schreibt es mir in die Kommentare. Nur so kann mir das natürlich auch auffallen und dann werde ich mich auch darum kümmern. So, die heutige Aufgabe besteht natürlich auch wieder darin, den Turm weiterzubauen. Das wird wahrscheinlich hier niemanden mehr wundern. Aber ich habe natürlich auch eine Begründung dafür, denn, ja, das Staffelfinale steht kurz vor der Tür. Wenn ihr diese Folgennummer anguckt, seht ihr, dass es nicht mehr wirklich lange dauert. Jetzt noch, ich glaube, 8 oder 9 Folgen. Und dementsprechend möchte ich da natürlich auch wieder vorwärts kommen und ja, einen Fortschritt verzeichnen. Ob ich das schaffe, man weiß es nicht so genau. Aber wir werden es gemeinsam rausfinden, Leute. So, jetzt muss ich aber mal gerade kurz einen Cut machen, denn, also einen Cut mit dem, was ich hier gerade erzähle, weil ich rede ja nur Stuss und so. Aber ich muss mal gerade kurz schauen, ob ich das jetzt hier auch alles richtig mache. Denn laut meiner Aufzeichnung müssen hier Treppen hin. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal hier an. Ja, und diese Treppen, die führen jetzt hier so einmal rum. Das heißt, hier müssen wir eine Verbindung erzeugen. Und das haben wir auch geschafft. Wow, Daniel, was ist denn heute wieder los bei dir? Und ja, genau, das müssen wir jetzt erstmal so weiterbauen. Ich baue aber erstmal diese Eckteile hier weiter nach oben, weil dann ist es, glaube ich, einfacher. Das ist, keine Ahnung wieso, aber ich glaube, es ist dann einfacher. So, und ja, Leute, ich habe heute wieder einen sehr interessanten Kommentar am Start, der auch das Thema vorgibt. Und ich glaube, weil der schon sehr interessant ist und durchaus Potenzial hat, würde ich sagen, lese ich den mal direkt am Anfang der Folge vor, damit ich noch Zeit habe, da überhaupt drauf einzugehen, neben dieser sehr anspruchsvollen Bauaufgabe, muss man ja sagen. Und zwar kommt der heutige Kommentar von Lulu. Schöner Name übrigens. Er oder sie, ich gebe mal von einer sie aus, hat geschrieben, Thema für LBH. Was denkst du, wäre passiert, wenn Severus Dumbledore nicht umgebracht hätte, sondern ihn gegen die anderen Todesser dort, die dort waren, verteidigt hätte? Eine mega, mega interessante Frage, wie ich finde, weil es würde die ganze Geschichte komplett ummodeln. Es würde alles, was wir kennen, ändern. Und ich bin gerade auch ein bisschen hin und her am Überlegen, ob es so schlau wäre, so eine Frage zu nehmen, wenn ich so eine komplizierte Bauaufgabe mache. Super, Daniel, hättest du vielleicht nochmal vorher überlegen sollen. Aber ich denke, ich schaffe das, Leute. Drückt mir mal die Daumen und ich hoffe, ich komme da auf einen ganz guten Punkt jetzt gleich. Denn ja, es ist ein sehr interessantes Thema. Denn wie wir alle wissen, war es ja mit Snape geplant, dass eben Snape Dumbledore umbringen soll. Und das war ja nicht irgendwie ein Vertrauensbruch seitens Snape, sondern es war ja genauso von Dumbledore auch gewünscht. Und dementsprechend ist es natürlich auch mega interessant, was wäre denn gewesen, wenn Snape sich umgedreht hätte und zum Beispiel den Todesfluch auf Bellatrix Strange oder auf Fenrir Greyback geworfen hätte. Also mega, mega interessant, Leute. Und ich freue mich jetzt gleich, das komplett mit euch zu bequatschen. Das wird mega nice, Leute. So, aber, wie gerade schon erwähnt, ne? Ist das halt mit der Bauaufgabe eventuell ein kleines Problem. Aber ich guck mal, dass ich das alles unter einen Nenner bekomme. Und ich muss husten, Sekunde. Ja. Also ich bin nicht erkältet, Leute, aber ab und zu verschlucke ich mich dann mal, wenn ich sehr euphorisch bin und tolle Themen bequatschen kann. Und dann bin ich manchmal so happy, dass ich mich dann verschlucke und dann huste. Ja, Leute, ihr wollt das sowieso nicht wissen. Warum erzähle ich euch das eigentlich? Ach ja, weil ich dumm bin. Ach, stimmt ja. Da war ja was. So, jetzt müssen wir das, glaube ich, hier so machen. Denn, wie wir hier schon sehen können, geht die Treppe ja jetzt noch ein bisschen weiter. So. Und dann sieht man den dann sieht man den Stein dahinter ja nicht mehr. Und ich denke, ich glaube, ich kriege das jetzt so einigermaßen hin, ohne jetzt groß in Schwierigkeiten zu geraten, weil es ist ja eigentlich einfach, was ich hier gerade mache, oder? Ich denke schon. Ja, Leute, ich probiere es mal. Und hier gehen wir um die Ecke. Ja, genau, passt doch alles. Gut, Leute, dann komme ich mal auf das Thema zu sprechen.
Was wäre denn gewesen, wenn Severus Snape sich umgedreht hätte und Dumbledore verteidigt hätte? Also, ich denke mal, Dumbledore hätte seinen kompletten... Upsala, das war dumm. Ich denke mal, Dumbledore hätte seinen kompletten Plan ja über den Haufen werfen müssen. Weil wenn sich Snape wirklich in dem Moment dafür entschieden hätte, für Dumbledore nochmal zu kämpfen und ihn eben nicht umzubringen, wäre ja Dumbledores kompletter Plan in die Hose gegangen. Das heißt, Dumbledore hätte sich auch gar nicht umbringen lassen dürfen, weil es ja der Plan war, dass Snape ihn umbringt, damit er den Elderstab besitzt. Und, Dumbledore konnte es natürlich nicht riskieren, dass jetzt jemand anderes außer Snape den Elderstab bekommt. Und so wäre es ja gewesen, wenn ihn jetzt zum Beispiel Bellatrix umgebracht hätte, dann hätte sie ja den Elderstab. Und das war ja definitiv nicht in Dumbledores Interesse. Und, Dumbledore hätte definitiv seinen Zauberstab wieder aufheben müssen, den er ja von Draco verloren hat, und hätte sich dann dementsprechend mit Snape zusammen gegen die Todesser behaupten müssen. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich meine mal zu sagen oder sicher sagen zu können, dass die beiden alle Todesser gepiept hätten, um das mal so jugendfreundlich auszudrücken. Weil ich meine, Dumbledore mit dem Elderstab, allein der hätte wahrscheinlich alle Todesser auf einmal besiegen können. Und Snape war ja noch bei ihm. Ich denke aber, das ist auch nicht die entscheidende Frage hinter diesem Thema. Denn, dass die beiden jeden besiegt hätten, das denke ich, ist einleuchtend. Das sollte auch jeder genauso sehen. Und ich glaube nicht, dass es da irgendjemand gibt, der das anders sieht. Aber was hätte das denn an Dumbledores Plan geändert? Oder beziehungsweise wäre das gut gewesen? Oder wäre dann alles in die Hose gegangen? Das ist ja die nächste Frage. Also gehen wir mal davon aus, sie hätten alle Todesser getötet. Oder eben aus dem Gefecht gesetzt und wären dann, ja, hätten sich dann dem Kampf angeschlossen, der ja da noch stattfand, oder beziehungsweise, ja, wobei, da wäre wahrscheinlich keiner entstanden mehr. Ja, oder doch, also es war ja so ein kleinerer Kampf innerhalb von Hogwarts im sechsten Teil, weil die Todesser ja reingekommen sind durch Draco Malfoy und ich denke mal, dass Dumbledore die alle verscheucht hätte mit Snape zusammen. Aber dann hätten sich die beiden natürlich wieder hinsetzen müssen und überlegen müssen, okay, Plan ist nicht so ganz aufgegangen. Snape, was war da los bei dir? Wir müssen uns einen neuen Plan ausdenken. Und dieser neue Plan, ja, also Dumbledore wäre ja sehr, sehr sicher am Ende des Schuljahres gestorben. Das heißt, wir hätten nicht mehr viel von Dumbledore gehabt, auch wenn er überlebt hätte in dieser Szene. Also, dass Snape ihn verschont hat, war eigentlich dann nur eine Überbrückung, denn so oder so hätte Dumbledore das Zeitliche segnen müssen wegen dem Fluch auf seiner Hand. Und ja, dann ist natürlich die Frage, was passiert mit dem Elderstab, wenn Dumbledore auf diese Art und Weise stirbt? Geht er dann vielleicht sogar in den Besitz von Voldemort, weil er durch Voldemorts Fluch gestorben ist? Das ist ja hier die interessante Frage, die mir gerade auch in den Sinn kommt, weil ich habe da vorher auch noch nicht dran gedacht. Aber das wäre ja theoretisch so, oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Ich meine nicht. Ich meine, das müsste dann genauso sein und das ist ziemlich beängstigend, weil wenn Voldemort wirklich rechtmäßiger Besitzer des Elderstabs wäre... Na, dann Halleluja, Leute. Ja, dann Halleluja. Das bedeutet bestimmt Spaß und Freude im Leben, des jungen Harry Potter. Ja, wahrscheinlich. Ja, also das wäre definitiv nicht so knorke gewesen. Das heißt, Dumbledore musste sich von irgendjemandem umbringen lassen, dem er vertraut. Weil das war die einzige Alternative. Alles andere hätte ja nicht funktioniert. Weil er musste ja sterben. Es gab keine Alternative. Und weil er sterben musste... musste er sich natürlich dann auch eben darum kümmern, wer ihn tötet, weil er genau wusste, der Elderstab geht sonst in den Besitz desjenigen, der mich tötet. Und, dass Dumbledore das eben mit jemandem machen wollte, dem er blind vertraut, das sollte, denke ich, logisch sein. Und dass Snape diese Person war, sollte nach der Geschichte auch jedem klar sein eigentlich. So, nochmal kurzer Cut, Leute. Das Thema ist noch nicht zu Ende, aber ich muss das mal hier gerade eben hinbekommen. Also, hier haben wir 4 Steine Übergang. Hier haben wir 3 Steine Übergang. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Oh, Daniel, du hast einen Fehler gemacht, aber herzlichen Glückwunsch. Du hast ihn selber entdeckt und behebst ihn jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind alle stolz auf dich. Oh, und es wird fucking dunkel. Zeitumkehrer, ahoi. Ah, ist das wieder laut hier. Warum habe ich meinen Ingame-Sound immer so laut? Was ist denn da los bei mir? So, ja, also da muss ich die ja jetzt wohin setzen? Ja, eigentlich muss ich ja hier noch eine Ebene machen. Lol, ist das dann wirklich richtig? Oder habe ich jetzt hier irgendwie... sorry Leute für den Cut. Falls ihr ihn gerade gemerkt habt, ich musste mal gerade eben unten in der Küche meinen Herd ausstellen, weil ich Fischkopf vergessen habe, dass der an war und, ja, also, wenn ich dann irgendwann mal sterben sollte, dann sehr wahrscheinlich eben durch meine eigene Blödheit, weil ich in meiner eigenen Bude verbrannt bin.
RIP auf jeden Fall an dieser Stelle, aber ich hab's noch gemerkt, Leute, und deswegen war der Cut. Also, falls ihr ihn gemerkt habt, sorry, falls ihr ihn nicht gemerkt habt, vergesst, was ich gerade erzählt habe. So, weiter geht's, aber zum Glück haben wir gerade vorhin hier den Fehler entdeckt. Und, ja, wir müssen einmal alles nach hinten ein bisschen versetzen. So, jetzt muss ich das so machen. Und ja, falle ich hier runter? Ja, da hinten. Uiuiui, da muss ich ein bisschen aufpassen. So. Und dann kommen nochmal... Ach, der war schon zu weit. Oder? Ja, doch. So, und dann müssen jetzt nochmal diese Steine ein bisschen weiter nach hinten. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ja, Leute, also das ist auf jeden Fall ein bisschen Kuddelmuddel, was ich hier baue. Also von innen selber ist es auf jeden Fall Kuddelmuddel. Aber ist ja auch nicht schlimm. Weil es zählt ja erstmal nur, wie es von außen aussieht. So, jetzt haben wir hier diesen Übergang. Und das hier müssen wir später noch durch Steinziegel ersetzen, weil hier ist auch alles mit Steinziegeln. So, das Ganze hier hat eine Breite von 6 Steinen. Das müssen wir also auch so haben. Gucken wir mal, ob das so ist. Wenn das jetzt 6 Steine sind, sind wir gut dabei. Ja, sind 6 Steine. Und das kommt dann auch 2 Steine hoch. So. Und dann geht's hier weiter nach oben, weil jetzt kommt ja das Fenster hier rein, was schon auf der anderen Seite platziert wurde. Das machen wir auch mal eben. So, hier auch nochmal. Jetzt müssen wir natürlich auch noch gucken, wie hoch war das Fenster. 1, 2, 3, 4, 5. 5 und also 6 insgesamt, wegen der Treppe noch. Ja, das heißt, wir müssen noch 2 nach oben. So. Ja gut, das hätte ich vielleicht auch noch von da oben machen sollen. So, dann wird das Ganze hier einmal zugemacht. Und haben wir das jetzt richtig gemacht? Wartet mal. Also, hier haben wir die Treppe gesetzt auf der Linie. Nö, haben wir nicht. Wir müssen das nur einen höher setzen. Aber okay, zumindest fällt mir dieser Fehler auch früh auf. Also, Fehler sind ja auch gar kein Problem. Ich mache ja ständig welche. Die Frage ist nur, wann entdeckt man diese Fehler? Und entdeckt man die früh genug? Weil... Ja, also ich kann so viele Fehler machen, wie ich will, denke ich, aber wenn der Turm natürlich einmal steht, dann müsste man den kompletten Turm abreißen, um einen Fehler zu korrigieren. Und dass das nicht unbedingt meine Traumvorstellung ist, das sollte, denke ich, auch jedem von euch klar sein. So, ist das Fenster jetzt richtig? Wir gucken nochmal. Also, hier haben wir die Treppe. Ja, ist richtig, Leute, ist richtig. Das heißt, jetzt müssen wir hier die Seitenteile nochmal ein bisschen höher ziehen, beziehungsweise... Auch nochmal dieses Ding hier. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil da oben ist eine Treppe reingesetzt worden. Da müssen wir natürlich jetzt auch drauf achten. So, die Frage ist jetzt, welche Höhe war denn das eigentlich? Ich glaube, das war die gleiche Treppenhöhe, ne? Wir gucken nochmal kurz zum Weiten. Also es klappt alles sehr, sehr gut hier, Leute. Es klappt alles sehr, sehr gut, aber man muss sich trotzdem ziemlich konzentrieren. Deswegen, aber es ist ja schön. Ich meine, ich mag solche Bauaufgaben. Ich liebe das, auch wenn man mein Hirn, also auch wenn ich mein Hirn dann ein bisschen mehr anstrengen muss. Aber grundsätzlich muss ich sagen, liebe ich sowas. Vor allem, weil man immer nach jeder Folge so einen enormen Baufortschritt sieht. Und weil wir jetzt schon fast am Ende der Staffel sind, ist mir das natürlich doppelt und dreifach wichtig, weil ich natürlich auch einigen, ja, einen großen Fortschritt zeigen möchte innerhalb der Staffel, ne? Also im Staffelfinale, im Trailer selber. Und wenn ich da natürlich viel Neues zeigen kann, liegt das natürlich auch in meinem Interesse. Ist, denke ich, aber auch logisch. So, zum Thema selber nochmal. Was wäre denn gewesen, wenn Snape eben Dumbledore nicht getötet hätte und ihn verteidigt hätte? Wir waren ja so weit vorhin, bis ich diesen Cut machen musste, dass eben, ja, dass die beiden eben sich gegen die Todesser gewehrt hätten und dass sie dementsprechend auch gewonnen hätten, weil Dumbledore Elderstab ist klar und Dumbledore hätte aber trotzdem sterben müssen wegen dem Fluch auf seiner Hand. Frage ist halt, wer bringt ihn um? Ich denke trotzdem, dass es auf Snapes Schultern lasten müsste, dass Dumbledore weiterhin darauf pocht, dass Snape ihn umbringt, eben aber diesmal wirklich. Und ich denke auch, dass er von Snape enttäuscht gewesen wäre, wenn er es nicht getan hätte, weil... Er hat zwar aus gutem Interesse, also er wollte halt Dumbledore nicht töten, weil er ihm wichtig war oder so, aber trotzdem war es ja gegen den Plan und es war auch nicht das Richtige, es war nicht die richtige Entscheidung von Snape. Und dementsprechend denke ich auch, dass, ja, Dumbledore durchaus ihm klargemacht hätte, ey du, ich finde es zwar löblich, dass du mich am Leben lassen wolltest, aber es ist trotzdem der Plan und wir müssen es tun, es bleibt uns keine andere Wahl.
Und allein deshalb denke ich, dass Snape dann, wahrscheinlich einen Einlauf gekriegt hätte, also einen buchstäblichen Einlauf, und dass er sich dann eben, dass er ihn dann hätte eben doch töten müssen, ob es ihm passt oder nicht. Und ja, da bin ich schon sehr von überzeugt, aber ich frage mich, was ihr dazu sagt, ob ihr derselben Meinung seid, ob es weiterhin an Snape gelegen hätte oder ob es anders gelaufen wäre. Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, Leute. So, jetzt muss ich aber mal gerade wieder überlegen. Hier kommt nämlich wieder eine Trap rein, die hoffentlich sich nicht verbindet. Also sie soll sich verbinden, aber sie hat sich nicht verbunden. Das ist nicht gut. Gucken wir mal, ob sie sich jetzt... Ja, jetzt hat sie sich verbunden. Alles klar. So, dann führt das Ganze nämlich hier so rein. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja. Moment mal. Habe ich hier irgendwo einen Fehler gemacht oder bin ich jetzt... Hä? Also ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, am Überlegen, am Überlegen. Aber ich glaube, ich mache eigentlich alles... Warte mal, ist das da auch mit zwei Steinen? Ach so, okay, alles klar. Ja, das hier ist mit Steinziegeln zugemacht worden. Dann machen wir das mal weg. Nehmen dafür auch Steinziegel und ziehen das so zu. Ja, aber nicht so, Daniel. Ein bisschen richtiger, bitte. Richtiger, bitte, habe ich gesagt. Mann, so. Gut, Leute. Damit sind wir jetzt auf der Seite auch schon ziemlich gut weitergekommen. Jetzt machen wir das natürlich nochmal auf der Seite hier. Auch wieder richtig, versteht sich. Zumindest hoffe ich das. So, der kommt wieder weg. Genauso wie der. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir die Verbindung direkt hinbekommen. Also. Jo, nice. Hat sogar geklappt. Ja, toll. Freut mich. So, dann geht es weiter. Wir müssen hier jetzt mit Bruchstein diese Wand auffüllen. Ja. So. 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 Frage ist jetzt nur wieder, wie hoch war das eigentlich? Aber das Schöne ist, wir können ja hier direkt nachgucken. Ah ja, okay, alles klar. Also noch einen höher müssen wir das Ganze setzen. So. So, und jetzt müssen wir einen Stein versetzt nach hinten anbringen. Genau. Das heißt, wir müssen das so machen. Gut, und dann müssen wir jetzt natürlich noch diese Seitenleiste hier nach oben ziehen. Und wenn das alles gerade miteinander abschließt, dann scheinen wir zumindest optisch schon mal alles richtig gemacht zu haben. Aber endgültig werden wir das dann erst gleich sehen. Wir müssen uns das nochmal genau angucken. So, Leute, schauen wir mal. Einmal der Zeitumkehrer, weil es gerade nochmal dunkel wird. So. Also, was wir auf jeden Fall mal kurz korrigieren müssen, ist das hier. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. So, da kommen nämlich auch Steinziegel rein. Beziehungsweise, ja, nicht so viele. Also, der kommt wieder weg. Und dafür kommt hier ein... Ach, ja, toll, Daniel, eine Treppe. Genau, eine Treppe. So. Ja, nice, Leute. Wir sind auf jeden Fall ziemlich gut dabei, würde ich mal sagen. Also sehr gut dabei. Okay, also ich ziehe jetzt das hier nochmal ein bisschen höher, damit das einfach auf beiden Seiten gleich aussieht. Wobei viel höher muss ich ja gar nicht, ne? Ich mach mal den wieder weg. So, dann gucken wir uns das jetzt nochmal an und vergleichen beide Seiten. So sieht diese Seite hier aus. Und im Vergleich dazu diese Seite hier. Und sie sehen gleich aus. Zumindest sehe ich keinen Unterschied. Nice, Leute. Mega nice. Die letzte Sache, die wir jetzt natürlich noch korrigieren, ist, dass wir diese Steine hier durch Steinziegel ersetzen. Weil da auch nur Steinziegel hingehören. Und ich hoffe, ich falle hier nirgendwo runter, wenn ich jetzt hier den Boden abbaue. Aber das scheint dick genug zu sein. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut, Leute. Ich bin richtig gehypt auf diese Aufgabe. Also, ich meine, wenn ich hätte hier so viel falsch machen können. Vielleicht habe ich ja auch viel falsch gemacht, aber bisher... Ich bin einfach mit dem Ergebnis zu zufrieden, als dass ich sagen könnte, ich hätte hier, keine Ahnung, riesige Fehler begangen oder so. Dafür gefällt mir das Ganze einfach zu sehr. Es kann natürlich sein, dass viele von euch oder manche von euch schreiben werden, Daniel, das finde ich nicht so gut, das finde ich nicht so gut, das finde ich nicht so gut. Aber ich denke mal, das sind dann Optionen, die man machen kann. Insgesamt bin ich dann doch sehr überzeugt, dass der Turm auf dem richtigen Weg ist. So, und weil wir ja eine Pause gemacht haben und ich mir nicht sicher bin, wie lange die Folge jetzt eigentlich schon ist, würde ich sagen, machen wir aber nochmal eben diese Seite hier. Das auf jeden Fall.
Ui, und hier habe ich, glaube ich, irgendwo einen Denkfehler. Und ich glaube, ich habe ihn schon entdeckt. Gut, dass ich ihn so früh entdecke. Denn das hier kommt weg. Genauso wie hier. Weil diese Seitenleiste ist ja nur 3 Steine. Ich hoffe, ich habe das hier richtig gemacht. Nee, habe ich nicht. Wartet mal, dann bauen wir das schnell ab. Weil sonst können wir hier eventuell später einen Denkfehler haben, wenn ich hier nicht aufpasse. So, 3. Oh, guckt mal, da unten fliegt ein Phönix. Och, wie süß. Och, guck mal, wie glücklich der ist. Oh, cuter Phönix. Okay. Und hier auch 3. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir wieder alles richtig. So, dann müssen wir jetzt nämlich Folgendes machen. Ja, dafür sollte man eigentlich wissen, wie diese Seite nochmal aussah. So, wir haben 2 hier Abstand und dann nochmal 2 da Abstand. Alles klar. Da haben wir 2 und jetzt nochmal hier. Abballa. Mann. So, zack. Ziehen wir erstmal den Boden weiter, weil ich glaube, den müssen wir so oder so komplett auffüllen. Und das war gerade ziemlich schnell. Da hatte ich gerade den Groove drin, glaube ich. So, genau. Also, hier, wir haben hier 1, 2 und hier 1, 2, 3. So. Hier wird, glaube ich... Ach, mit welchem Stein das aufgefüllt wird, weiß ich gerade nicht. Das werden wir später rausfinden. So, dann kommen nochmal 6 Steine hier so hin. Waren das jetzt schon 6? Nee, doch. Ja, zählen ist schwer, Leute. Bitte habt Mitleid mit mir. So, dann nochmal 3 so. Und so. Ja, nice, Leute. Wunderbar. So, dann ziehen wir den ganzen Kokolores jetzt auch nochmal nach oben. So, Jump. Und nach oben. Und diese Ebene müssen wir nur noch einen erhöhen, weil dann kommt das Fenster. Ja, mittlerweile kann ich es ein bisschen auswendig, Leute. So. Ich glaube sogar, dass ich die Höhen hier auswendig kann. Ne, ich glaube schon. So, aber viele Steine haben wir zumindest nicht mehr im Inventar. Da müssen wir uns gleich wahrscheinlich welche nochmal aus der Base holen. So, ist das Fenster jetzt... Achso, wir müssen noch Treppen reinsetzen. Ist das Fenster jetzt genauso hoch? 1, 2, 3, 4, 5 ohne die Treppen. 1, 2, 3, 4, 5 ohne... Ja, wunderbar, Leute. Bisher läuft ja alles wie geschmiert. So, dann würde ich sagen, ziehen wir mal das hier nach oben, ohne runterzufallen, bitte. So, und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, wann die Treppe jetzt eigentlich kommt. Die ist nämlich da. Ja, wartet mal, Leute, dann machen wir das mal eben so wie folgt. Ich gucke jetzt genau exakt auf die Treppen. Ja, also ich glaube, wir müssen nur einen höher das Ganze setzen. Hoffe ich. Denke ich, meine ich. Oh, und das hier müssen wir abbauen. Da darf ich jetzt auch nicht schlafen. Wartet, so. So. Ja, ich glaube, das ist jetzt richtig. Jetzt müssten wir eigentlich die Treppen hier draufsetzen. Ja, oh Mann, ich verbaue mich jedes Mal, Leute, mit diesen scheiß Treppen. Das ist echt nervig. Wobei, war das hier eine Treppe? Keine Ahnung. So. Jetzt setzen wir die Steine da drauf und dann hoffe ich, dass man mit den Augen erkennen kann, also rein optisch erkennen kann, ob wir das richtig gemacht haben oder ob wir das falsch gemacht haben. Also optisch würde ich sagen, passt das, aber wir probieren es jetzt nochmal so aus. So, ich bin jetzt genau auf der Stufe. Ja, ist richtig, Leute. Das ist super geil, dass wir einfach hin und her fliegen können und so gucken können, ob wir das alles auf die richtige Höhe gesetzt haben. Weil, ja, ich glaube, abzählen ist auch für euch nervig auf Dauer. So, dann ziehen wir das jetzt hier einmal nach oben. So, und die andere Seite natürlich genauso. So. Und dieses Zwischenteil, wo ich nicht mehr genau weiß, welcher Stein da eingesetzt war, wisst ihr was? Ich mache einfach Steinziegel rein, Leute. Oder wir können auch einfach kurz gucken, das geht natürlich auch. Da haben wir Stein... Ah ja, nee, okay, wir haben Bruchstein da reingesetzt. Okay, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, Leute. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. So. Und ja, genau, hier habe ich nämlich den Fehler gemacht. Hier habe ich jetzt einfach konsequent Steinziegel eingesetzt, obwohl es falsch war. Aber wir haben ja nochmal die Möglichkeit, das zu ändern. So, zack, 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 zack. Und genau, hier den ersetzen wir auch schon direkt.
So. Ja, Leute. Was gibt es noch zu machen? Achso, ja, genau, die Spitze von dem Teil hier. Das heißt, so. Nein, so. Mann! Der kommt wieder weg. Zack, 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 zack. So. Und ja, ich würde sagen, das hier ziehen wir aber auch nochmal ein bisschen nach oben. So. Na, jetzt werden die Steine aber wirklich knapp. So. Jetzt einmal der Zauberstab, der Animagus. Und jetzt müssen wir wieder darauf aufpassen, dass wir das hier auf die richtige Höhe ziehen. So. Ich meine sogar noch auswendig zu wissen, wie hoch das gemacht werden muss. Aber mal gucken. So. Jetzt haben wir nur noch einen Stecken Bruchstein dabei. Okay. So. So. Und jetzt geht's einmal weiter nach hinten. Nice, Leute. Ich glaube, wir haben's richtig gemacht. Ach so, hier müssen wir nochmal kurz das zuziehen. So. Leute. Und, ach so, das müssen wir auch noch machen eben. Sekunde. So, jetzt aber. Leute. Und das hier müssen wir noch kurz setzen. So, jetzt aber, Leute. Ja, diese Seite sieht genauso aus wie die andere. Ach, wir haben noch die Treppen da vergessen. Aber dann haben wir's. So. Oh, und ja, hier müssen wir jetzt auch noch eine Treppe reinsetzen. Ah, geh weg. Oh Mann, das hat jetzt nicht geklappt. So, jetzt aber. Gut, jetzt haben wir das Ganze symmetrisch zueinander. Es sieht gleich aus. Die einzige Sache, die ich jetzt noch machen muss, ist, dass ich den Boden hier auch nochmal eben durch Steinziegel ersetze, komplett. Aber das dauert ja nicht lange. So, dann kommt das hier einmal alles weg. Ich traue dem Braten immer noch nicht so ganz, dass da drunter nicht irgendwo doch noch ein Loch schlummert und ich dann da durchfalle und sterbe. Also, ganz unwahrscheinlich halte ich das nicht, aber mal gucken. So, haben wir alle rausgenommen? Jo, haben wir. Okay, dann kommen da jetzt nochmal die Steinziegel rein. So, und dann nochmal der Animagus und zum allerletzten Mal in dieser Folge der Zeitumkehrer. Und das hier, Leute, ist das Ergebnis dieser Folge. Wir haben beide Türme auf die gleiche Höhe gebracht. Wir haben beide Türme komplett gleich gestaltet. Zumindest erkenne ich keine Fehler dabei und mich freut das wirklich sehr, weil, ja, die Gefahr bei solchen Gebäuden Fehler zu machen ist halt sehr hoch. Aber, toi toi toi, Leute. Toi toi toi, wir sind gut dabei. Ja, dann würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr weitere Themenvorschläge oder Verbesserungsvorschläge habt. Und abonniert meinen Kanal unten auf dem Logo. Und in diesem Sinne, euch allen einen wunderschönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!